ihr habt richtig gesehen. Ich habe einen Hund, genauer gesagt einen Welpen. Und zwar ist das ein sogenannter Yorkshire Beaver. Den habe ich jetzt seit diesem Frühjahr. Wie kam es dazu? Also erstmal muss ich ja gestehen, wirklich gewollt habe ich es nicht. Mein Freund hat dann immer gesagt, es wäre gut. Und der Auslöser war dann, dass ich tatsächlich mich mal mit beschäftigt habe, dass ich andere Schlafgewohnheiten habe. Das heißt, dass es mir im Moment zumindest mal nicht so viel ausmacht, früh aus dem Bett zu gehen, denn das ist die absolute Bedingung bei einem Hund. Und schon gleich dreimal bei einem Welpen, der noch nicht stubenrein ist und gar nichts, also da muss man unglaublich hinterher sein. Ja, jetzt nochmal zum Anfang der Geschichte. Ich habe also ein halbes Jahr lang gesucht, ich habe im Internet geguckt, ich habe natürlich Seiten gefunden, die Hunde vermitteln, aber da hätte man halb durch Deutschland fahren müssen, um den Hund zu sehen und mir einfach einen Hund schicken lassen, so auf Verdacht. Das wollte ich nicht, denn das sagen ja alle Hundehalter, dass der Hund dich aussucht. So. Dann habe ich Termine ausgemacht. Ich habe auch in Tierheimen geguckt. Ich habe mit Pflegehundehaltern Termine machen wollen. Jetzt waren die aber in Urlaub und irgendwie kam es dann dazwischen, dass ich nochmal gegoogelt habe. Und dann stand da, ja, Welpen sind jetzt von der Mutter weg. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, okay, wenn das Wetter einigermaßen ist, dann mache ich da eine Radtour hin. Dann, das war ziemlich weit. Und ich habe da eine Radtour hingemacht und kam mit einem Kaufvertrag wieder raus. Ja, wie kann das sein? Ich kam da also an und dann waren da 4 Welpen. Und die kamen natürlich alle her und haben mich beschnuppert. Und das waren also 2 weiße Yorkshire Beaver und 2 dunkle, also schwarz mit braun. Ebenso wie meiner. Und das hat sich also rausgestellt, es sind Bruder und Schwester. Die kamen auch gleich her zu mir, waren ein bisschen zutraulicher und vor allem nicht so hektisch wie die anderen beiden. Und dann ging es halt um Männchen, Weibchen, habe ich mich auch erkundigt, wie das so ist mit dem Kastrieren und Weibchen kastrieren zu lassen. Das ist richtig teuer, Männchen kostet die Hälfte, also sie hat mir jetzt gesagt so etwa 200 Euro. Dann ja, Impfen und sowas auch immer so 60 Euro, also Hundesteuer 156. Also erstmal kamen so die Kosten, sind so über mich hereingebrochen und dann habe ich aber beobachtet, dass der Hund dann auf seinen Platz ging, mit sich selbst sich beschäftigt hat und da so ein paar bisschen Spielzeug hatte. Das fand ich schon mal ganz toll, also ein sehr ruhiger Zeitgenosse. Und dann kam er wieder her, hat geschnuppert und hat natürlich die Züchterin direkt gesehen, wo es lang geht. Und nahm den weg und hat gesagt, kommen Sie mal mit. Na, und dann saß der auf meinem Schoß und wir haben uns unterhalten über alles, was so ein Hund so braucht und so. Ne. Und das Ende vom Lied war, dass ich mit einem Kaufvertrag nach Hause ging. Ich habe wirklich gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. Ne. Dann hatte ich ja 4 Tage Zeit. Es war wie Kinder kriegen. Ne? Ja, Gott, was brauche ich? Was hole ich? Ne? Die hat mir eine Liste mitgegeben. Damit bin ich erstmal zu Fressnapf. Da habe ich auch das meiste bekommen. Und was ich gebraucht habe, war auch so ein Transportbehälter. Und der Zufall will es, dass er das Teil total akzeptiert hat. Also da geht er auch tagsüber jetzt rein und schläft. Und das ist auch sein Nachtquartier. Und also überhaupt nicht irgendwie ins Bett oder so. Das ist also absolut tabu. Und in jedem Fall kam er dann mit mir nach Hause und war natürlich sehr aufregend. Ich habe relativ wenig Schlaf gehabt in der Zeit, weil er muss halt morgens zwischen 6 und 7 raus und auch Futter kriegen. Und dann wusste ich auch nicht so recht, ja, wenn ich jetzt nochmal einschlafe, was passiert dann, was macht er? Und also da war ich schon ganz schön geschafft. Nur, das hat sich ganz schnell eingespielt und dann ist er morgens im Prinzip parat und schläft auch nochmal. Es ist unglaublich und ich bin begeistert. Und die ersten Tage waren jetzt, ja, anstrengend, von etwas Schlaflosigkeit geprägt, aber total süß, weil der lernt ganz schnell und hat eigentlich nach dem 2. Tag war der schon fast stubenrein. Also es ist wahnsinnig. Ich meine, klar hat er noch immer mal den vor lauter Aufregung irgendwo hingepieselt, wo ich dann unheimlich geschimpft habe. Oder zum Beispiel, wo man auch direkt dazwischen muss, ist an Klamotten knabbern, am Teppich knabbern. Aber ja, der Zufall will es, dass ich auch so ein bisschen eine produktionsfreie Zeit habe und zu Hause bin. Mich löst auch meine Schwester ab, meine Tochter und mein Freund und so als Dreierprodukt geht das dann. Denn klar muss ich mal weg und einkaufen und so und der Hund wird früher oder später auch allein bleiben müssen, nur erstmal halt nicht. Ja, was gibt's sonst noch zu berichten?
was muss ich tun? Also, was ich auch gemacht habe, ich habe natürlich seinen Vater im Internet gegoogelt und das ist so ein richtiger Bettvorleger Yorkie, so mit Schleifchen und ich, oh. Also, ich möchte keinen Schleifchenhund. So wie es sich im Moment anlässt, ist es auch kein Schleifchenhund und das finde ich natürlich total klasse. Ja, das sind jetzt die ersten Bilder von Nero. So habe ich ihn getauft, weil er schwarz ist, nicht wegen des Kaisers. Und aber er hat natürlich ein kaiserliches Dasein hier und wird gepflegt. Mein Freund nennt mich nur noch Agrippina, also Mutter von Nero, das Frauchen. Ja, und jetzt werde ich dann mal abwarten, wie sich das entwickelt und werde weiter berichten.